Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar schauen wir uns diesmal einen Mini GP3 etwas näher an. Eigentlich wollte ich gar kein Video machen zu dem Auto, aber ihr habt bei Instagram gesehen, dass so einer da ist und hattet einige Fragen dazu und die versuche ich jetzt mal zu beantworten. Das Fahrzeug hat gestern bekommen eine HLS Downpipe mit EG-Betriebserlaubnis für Fahrzeuge mit OPF. Ja, die gibt es jetzt. Und die findet ihr bei uns im Shop. Wie üblich in der Videobeschreibung findet ihr den Link direkt zum Artikel. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass dieser Artikel nicht immer bei uns lagernd ist. Und je nachdem, wie aktuell die Liefersituation bei HJS ist, kann das schon mal eine Zeit lang dauern, bis die wieder kommen. So, wie ihr seht, keine Rückbank, dafür Domstrebe. Das hatte der erste GP auch schon. Wie gesagt, ich gehe jetzt gleich mit euch raus und wir schauen uns schon den ersten GP an. Fette Domstrebe, rote Gurte. Wie weit diese Domstrebe tatsächlich was bringt, also aus technischer Sicht, kann ich euch nicht sagen. Weil normalerweise macht man eine Domstrebe, wie der Name schon sagt, auf die Federbeindome oben drauf. Jetzt ist die aber hier vorne. Hier ist das Rad. Hier ungefähr ist das Rad und der Federbeindom. Oh, schau mal, da haben sie sogar hier. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut sieht in dem Video. Aber da ist sogar hier ein GP-Logo noch drauf. Und die Domstrebe ist halt irgendwie gefühlt 30 cm zu weit vorne. Also, ja, ob die tatsächlich so viel bringt. Ich weiß es nicht, vielleicht weiß es BMW, keine Ahnung. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst, ob diese Domstrebe was bringt oder was ihr davon haltet. Grundsätzlich hat er dann noch diese sexy Union Jack Heckleuchten, Facelift Heckleuchten natürlich. Und das war's. Jetzt werden wir den mal anschmeißen, kurz. Ach, ich gehe jetzt erstmal schon raus zum GP1. Ja, Freunde, hier steht er, der Mini GP1, der Urvater der GP Minis. Nummer 1642, wie ihr seht, auf dem Dach. Haben die das markiert und bei dem ist es ja ähnlich. Der hat GP-Räder, der hat die Stoßstange ist GP-spezifisch. Der hat hier keine Nebelscheinwerfer, der hat da diesen John Cooper Works Schriftzug, der hat hier den GP-Sticker drauf. Der hat rote Spiegelkappen damals gehabt. Der hatte auch schon einen fetten Heckflügel drauf. Was bei dem aber more sexy ist, der ist halt komplett Carbon. Auspuffanlage war auch, gut, John Cooper Works war die gleiche, nicht GP-spezifisch. Ansonsten, ich habe leider keinen Schlüssel da, hat der innen eine GP-Plakette drauf, hat die Sitze, hat keine Rückbank und auch eine Domstrebe. Das ist der R53 Mini GP und drinnen haben wir den F56 Mini GP. Und ich habe euch ja gesagt, HLS Downpipe drinnen und es kamen ein paar Fragen, gerade bei Instagram, wie sich das anhört. Wir werden jetzt mal das Tor aufmachen, den rausfahren und mal schauen, wie sich es anhört. Jetzt sind wir on Tour mit diesem äußerst lustigen Mini-GP und ja, was soll ich sagen, es ist eigentlich wie bei jedem modernen Mini-BMW, wie auch immer, wenn man im Auto hockt, hört man nicht so viel. Ein bisschen was hört man. Aber was mir fehlt, ist dieses Mini-typische. Das macht er nicht. Ich finde auch hier irgendwie keinen Sport-Button. Und das finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schade an diesem Auto. Aber jo, jetzt fahre ich noch mal eine Runde. Dann schauen wir, wie er sich dann anhört. Wir haben ihn vorher warm laufen lassen, haben kurz einen Soundcheck gemacht. Und es klingt eigentlich ganz nett. Und er fährt auch schön, muss ich sagen. Also ich wüsste jetzt nichts Negatives auf den ersten Metern. Ich meine, ich fahre jetzt ja auch nicht schnell oder sonst irgendwas, sondern hier nur Landstraße einmal rumrollen. Aber wüsste da nichts Negatives drüber zu sagen. Schreibt doch mal, was mich interessieren würde, schreibt doch mal ins Video, was haltet ihr vom GP3? Ich hatte ja mal, als die Gerüchte aufkamen, vor 2 Jahren, 3 Jahren, 3 Jahren wahrscheinlich, dass es ein GP3 gibt, aber da war das noch nicht so, Vogel, da war das noch nicht so hundertprozentig klar,
hatte ich meiner lieben BMW-Verkäuferin, der Sarah, gesagt, wenn der GP3 kommt und ich einen kriegen kann, nehme ich einen. Zu der Zeit hatte ich ja noch einen GP2 auch. Und im Endeffekt habe ich keinen gekauft, weil mir persönlich das Preis-Leistungs-Verhältnis bei dem Auto irgendwie nicht taugt. Also irgendwie 45.000 Euro oder was das Ding kostet, oder 50.000 Euro, weiß ich nicht. Wäre es euch das wert? Schreibt es in die Kommentare, würde mich interessieren. Was würdet ihr sonst noch machen, wenn ihr einen GP3 habt? Was wären eure Favorite Umbaumaßnahmen? Schreibt es auch nochmal in die Kommentare rein, weil vielleicht kriegt der hier noch ein Fahrwerk und vielleicht noch einen Radsatz oder andere Reifen oder whatever. Das schauen wir dann. Aber schreibt es nochmal in die Kommentare, würde mich freuen. So, liebe Freunde, jetzt bin ich zurück von meiner Probefahrt. Und ich habe ja während der Fahrt behauptet, das Auto führe gut. Das Auto fährt sch**. Liebe Mini-Ingenieure, was habt ihr euch dabei gedacht? Nicht viel wahrscheinlich. Also, der braucht ein Fahrwerk. Der hoppelt, der springt auf Querfugen. Fällt mir nicht. Also schreibt es mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und würde mich freuen.